Jacques Lucerin, das wiedergefundene Licht. Du batest mich, erzähle mir die Geschichte deines Lebens, doch ich hatte keine große Lust dazu. Du fügtest hinzu, vor allem möchte ich die Gründe erfahren, warum du das Leben liebst. Da habe ich Lust zum Erzählen bekommen, denn das war wirklich ein Thema, umso mehr, als mich diese Liebe zum Leben nie verlassen hat. Nicht im Leiden, nicht in den Schrecken des Krieges, nicht einmal in den Gefängnissen der Nazis. Im Glück so wenig wie im Unglück, was nur scheinbar so viel schwerer ist. Aber nicht ein Kind wird jetzt seine Geschichte erzählen, das ist schade. Der erwachsene Mann wird sie erzählen, schlimmer noch, der Universitätsprofessor, der ich geworden bin. Ich werde mich sorgfältig vor der Gefahr hüten müssen, zu belehren und zu beweisen. Zwei große Illusionen. Ich werde mich ganz klein machen müssen, ich werde zurückwandern müssen, werde das Amerika, in dem ich lebe, das mir Ruhe gibt und das mich schützt, in Gedanken verlassen müssen, um jenes Paris wiederzufinden, das mich so bedroht und so beglückt hat. Aus dem Kapitel 2. Jeden Tag danke ich dem Himmel dafür, dass er mich schon als Kind im Alter von noch nicht ganz 8 Jahren blind werden ließ. Das mag herausfordernd klingen, und so will ich mich näher erklären. Ich danke dem Schicksal zunächst aus äußeren, materiellen Gründen. Ein kleiner Mann von 8 Jahren hat noch keine Gewohnheiten, weder geistige noch körperliche. Sein Körper ist noch unbegrenzt biegsam, bereit, eben jene und keine andere Bewegung zu machen als die, welche ihm die Situation nahelegt. Er ist bereit, das Leben anzunehmen, so wie es ist, zu ihm Ja zu sagen. Und aus diesem Ja können ganz große physische Wunder erwachsen. Mit großem Bedauern denke ich hier an all die Menschen, die als Erwachsene, infolge von Unfällen oder durch den Krieg, mit Blindheit geschlagen wurden. Diese Menschen haben oft ein sehr hartes und in jedem Fall schwierigeres Los, als es das meine war. Um dem Schicksal zu danken, habe ich jedoch auch andere, immaterielle Gründe. Die großen Leute vergessen stets, dass Kinder sich niemals gegen die Gegebenheiten auflehnen, es sei denn, die Erwachsenen selbst waren so töricht, es ihnen beizubringen. Für einen 8-Jährigen ist das, was ist, und es ist immer das Beste. Er kennt keine Bitterkeit und keinen Groll. Er kann zwar das Gefühl haben, ungerecht behandelt worden zu sein, doch er hat es nur dann, wenn ihm die Ungerechtigkeit von Seiten der Menschen zuteil wird. Die Ereignisse sind für ihn Zeichen Gottes. Meine Blindheit war für mich eine große Überraschung, glich sie doch in keiner Weise meinen Vorstellungen von ihr, auch nicht den Vorstellungen, welche die Menschen um mich herum von ihr zu haben schienen. Das ist jetzt aus Kapitel 3. Sie sagten mir, Blindsein bedeutet nicht sehen. Aber wie konnte ich ihnen Glauben schenken, da ich doch sah? Nicht sofort, das gebe ich zu. Nicht in jenen Tagen, die unmittelbar auf die Operation folgten. Denn damals wollte ich noch meine Augen gebrauchen, mich von ihnen leiten lassen. Ich blickte in die Richtung, in die ich vor dem Unfall zu blicken pflegte. Von dort aber kam nur Schmerz, Empfinden des Mangels, etwas wie Leere. Von dort kam das, was die Erwachsenen, glaube ich, die Verzweiflung nennen. Eines Tages jedoch, und dieser Tag kam ziemlich rasch, merkte ich, dass ich ganz einfach falsch sah, dass ich einen Fehler machte, wie einer, der die Brille wechselt, weil sich sein Auge den Gläsern nicht anpassen wollte. Ich blickte zu sehr in die Ferne und vor allem zu sehr auf die Oberfläche der Dinge. Das war weit mehr als nur eine gewöhnliche Entdeckung. Es war eine Offenbarung. Ich sehe mich noch auf dem Champ de Mars, wo mich mein Vater einige Tage nach meinem Unfall spazieren führte. Ich kannte den Park gut. Ich kannte seine Teiche, seine Geländer, seine Eisenstühle. Ich kannte sogar einige der Bäume, gleichsam persönlich. Natürlich wollte ich sie wiedersehen. Aber ich konnte sie nicht mehr sehen. Ich stürzte mich in die Substanz, die der Raum war. Aber ich konnte diese Substanz nicht wiedererkennen, weil sie nichts Vertrautes mehr enthielt. Ein Instinkt, ich möchte fast sagen eine Hand, die sich auf mich legte, hat mich damals die Richtung wechseln lassen. Ich begann, mir aus der Nähe zu schauen. Aber nicht an die Dinge ging ich näher heran, sondern an mich selbst. Anstatt mich hartnäckig an die Bewegung des Auges, das nach außen blickte, zu klammern, schaute ich nunmehr von innen auf mein Inneres. Unversehens verdichtete sich die Substanz des Universums wieder, nahm aufs neue Gestalt an und belebte sich wieder.
Ich sah wie von einer Stelle, die ich nicht kannte und die ebenso gut außerhalb meiner wie in mir liegen mochte, eine Ausstrahlung ausging, oder genauer, ein Licht, das Licht. Das Licht war da, das stand fest. Ich fühlte eine unsagbare Erleichterung, eine solche Freude, dass ich darüber lachen musste. Zuversicht und Dankbarkeit erfüllten mich, als ob ein Gebet erhört worden wäre. Ich entdeckte das Licht und die Freude im selben Augenblick und ohne Bedenken kann ich sagen, dass sich Licht und Freude in meinem Erleben seither niemals mehr voneinander getrennt haben. Zusammen besaß ich sie oder verlor ich sie. Dennoch gab es Zeiten, in denen das Licht nachließ, ja fast verschwand. Das war immer dann der Fall, wenn ich Angst hatte. Wenn ich, anstatt mich vom Vertrauen tragen zu lassen und mich durch die Dinge hindurchzustürzen, zögerte, prüfte. Wenn ich an die Wand dachte, an die halb geöffnete Türe, den Schlüssel im Schloss, wenn ich mir sagte, dass alle Dinge feindlich waren und mich stoßen oder kratzen wollten, dann stieß oder verletzte ich mich bestimmt. Die einzige Art, mich im Haus, im Garten oder am Strand leicht fortzubewegen, war, gar nicht oder möglichst wenig daran zu denken. Dann wurde ich geführt, dann ging ich meinen Weg vorbei an allen Hindernissen, so sicher, wie man es den Fledermäusen nachsagt. Was der Verlust meiner Augen nicht hatte bewirken können, bewirkte die Angst. Sie machte mich blind. Etwas weiter hinten. Wie man weiß, hatte ich gute Eltern. Nicht nur Eltern, die mir wohlwollten, sondern Eltern, deren Herz und Verstand allen geistigen Dingen offen standen, für die die Welt nicht ausschließlich aus nützlichen und immer auf die gleichen Art nützlichen Dingen bestand, für die es vor allem nicht gleich ein Fluch war, anders zu sein als andere Menschen. Eltern schließlich, die bereit waren, einzugestehen, dass ihre, die übliche Art, die Dinge zu sehen, vielleicht nicht die einzig mögliche war. Bereit, die meine zu lieben und zu fördern. Aus dem Kapitel 4. Ich sollte zunächst, gleich nach Beginn des neuen Schuljahres, zu meinen sehenden Kameraden in der benachbarten öffentlichen Schule zurückkehren. Jener Schule, in der ich im Mai meinen Unfall gehabt hatte. Dazu musste ich vor dem 1. Oktober die Brailleschrift lesen und schreiben können. Man hatte mich von dieser Notwendigkeit überzeugt und ich hatte mich mit einer Art von stillem Enthusiasmus auf meine Aufgabe gestürzt. Nach 6 Wochen hatte ich die Klippe umschifft. Jene Punkte auf dem langen, breiten Papierbogen, die zuerst wie Sandkörner unter meinen Fingern wegrollten, hatten sich in Reih und Glied gestellt, standen in Gruppen unbeweglich fest und nach hatte jede dieser Gruppen ihre Bedeutung gewonnen. Um mich die Brailleschrift lesen zu lernen, hatte meine Mutter das verlockendste Buch ausgewählt, das sie hatte finden können, das Dschungelbuch. Ihre Methode wirkte großartig, denn was ich auf diese Weise entdeckte, waren nicht die Zeichen der Brailleschrift, sondern die faszinierenden Abenteuer Moglis. Ich bin sicher, dass dies zum großen Teil die raschen Fortschritte, die ich machte, erklärte. Kapitel 5 – Ferien in Jouvaday, der Schuppen. Mein Körper barg tausende von Gebärden, die in Paris das ganze Jahr zurückgedrängt blieben, all jene Bewegungen, die ich als Blinder so sorgsam berechnen musste, tausende von Unvorsichtigkeiten und Verwegenheiten, die in meinem Körper knisterten. So lange schon wollte ich mich um mich selbst drehen, mit den Armen kreisen, meine Füße nach vorn werfen, hinfallen, wieder aufstehen, nach Herzenslust Grimassen schneiden oder fröhlich sein, gefährliche Gegenstände in die Hand nehmen, ohne dabei zu hören, man müsse sie mit Vorsicht handhaben. Ich wollte vor allem den Raum in all seinen Richtungen erforschen, ihn in Höhe und Tiefe, kreuz und quer durchmessen, ihn gerade durchschreiten, ihn trunken durchtaumeln. Nach einigen Minuten fühlte ich mich dann tatsächlich betrunken. Ich wünschte, man könnte allen kleinen Blinden einen Raum wie diesen geben, sei es unterm Dach oder im Innern des Hauses. In jedem Fall müsste es ein Platz sein, in dem man sich frei bewegen kann, aus dem alle scharfen Kanten und Unebenheiten, Tische, Stühle, Schemel, Waschzuber, herausstehenden Nägel und Drähte, besonders diese schrecklichen Drähte, entfernt sind. Ein Platz, der leergefegt ist von aller Gefahr, an dem alle Wünsche von einer Sekunde zur anderen in Erfüllung gehen können. Im Staub des Sägemehls konstruierte ich mit den Holzklötzen Schlachtpläne. Ich tat das Napoleons wegen zu seiner Ehre. Ihn liebte ich weit mehr als die Schlachten. Ich war nicht besonders aggressiv. Außer Wortgefechten gab es übrigens gar keine richtigen Kämpfe. Der Professor, der ich eines Tages werden sollte, hielt bereits seine Reden.
Kapitel 9, der Stern des Unheils. Im März 1938 verstand ich schon genug Deutsch, um den Nachrichtensendungen des Nazi-Rundfunks folgen zu können. Doch ich wollte diese Sprache gründlich lernen, um sicherzugehen, um zu merken, was die Menschen von uns wollten. Europa schaukelte gen Osten, Berlin, Hamburg, Nürnberg und München zu, und ich schaukelte mit ihm. Dies Gefühl konnte ich nicht loswerden. Ich hatte keine Ahnung, wo das enden würde, doch ich bereitete mich vor. Während der folgenden 5 Jahre lernte ich täglich 2 Stunden Deutsch. In der Zeit vom Anschluss bis zur Kapitulation von München machte ich solche Fortschritte, dass ich Heines Buch der Lieder, Schillers Wilhelm Tell und die Autobiografie von Goethe lesen konnte. Alle diese Bücher forderten meinen Verstand heraus. Ich konnte keinerlei Beziehung zwischen ihnen, ihrer harmonischen, menschlichen Sprache, ihren hohen Gedanken, denen man oft nicht bis ins Letzte folgen konnte, und den Panzerabteilungen, der SA und SS, den Versammlungen des Hasses im Berliner Sportpalast oder auf dem Messegelände in Nürnberg sehen. Keinen Zusammenhang zwischen ihnen und der Tatsache, dass Juden verhöhnt, verhaftet und, wie manche sagten, sogar gefoltert wurden, dass all die vielen Menschen aus Deutschland flohen, weil in Deutschland, so sagten sie, ein freier Mann nicht mehr leben könne. Keinen Zusammenhang zwischen ihnen und dem Krieg, dem Tod. In den ersten Tagen des August 1938 ergriff mein Vater die Initiative, die mich mitten ins Abenteuer stürzte. Er nahm mich für 3 Tage nach Stuttgart mit. Wir besuchten auf der Uhlandshöhe oberhalb der Stadt den Direktor einer deutschen Schule, einen Freund meines Vaters. Ich war beeindruckt von der ruhigen Gelassenheit dieses Mannes, seiner Bescheidenheit und seiner leisen Trauer. Er sagte uns, alle Deutschen, die den Frieden wünschten oder ihn einfach dem Krieg vorzögen, hätten bereits zu leiden oder seien darauf gefasst. Er sprach wenig und mit leiser Stimme. Doch er ließ uns merken, dass selbst unsere kühnsten Vorstellungen hinter der Realität zurückblieben und dass nicht nur Deutschland, sondern Frankreich, England, die ganze Welt von einem Moment zum anderen in Flammen aufgehen werde. Er selbst müsse sein Land vor Jahresende verlassen, er wisse es, aber er könne sich nicht dazu entschließen. Nach Paris zurückgekehrt, spielte ich natürlich vor meinen Kameraden, den Propheten. Sie begriffen mich fast ausnahmslos nicht. In ihren Familien hörten sie nichts Besonderes. Ereignisse gab es immer und würde es immer geben. 3 Jahre vorher hatte es einen Kolonialkrieg in Äthiopien gegeben. Blockadedrohungen von Seiten der Westmächte, aber keine Blockade. Zurzeit gab es einen Bürgerkrieg in Spanien. Man las es in der Zeitung. Doch eine der Regeln bürgerlicher Behaglichkeit, Familienbehaglichkeit, war es, die Zeitungen zwar zu lesen, ihnen aber keinen Glauben zu schenken. Die Presse log immer, mehr oder weniger, doch immer. Das Beste war also, so wenig wie möglich darüber nachzudenken. Ich empfand diese Weigerung, der Realität ins Auge zu sehen, als die größte Einfalt, die mir in den 13 Jahren meines Daseins vorgekommen war. Ich schämte mich für meine Kameraden und ihre Eltern. Hätte ich es nur vermocht, ich hätte sie von den Tatsachen überzeugt. Ich fand, dass die meisten Erwachsenen fraglos große Einfallspinsel oder gewaltige Feiglinge waren. Uns, den Kindern, erklärten sie ohne Unterlass, dass wir uns auf das Leben vorbereiten müssten. Das heißt eben darauf, dasselbe Leben zu führen wie sie, weil dies das einzig Gute und Richtige sei. Davon seien sie überzeugt. Nein, danke. Ein Leben in Giftgasdämpfen auf den Straßen Abessiniens, in Guernica, an der Ebrofront, in Wien, Nürnberg, München, im Sudetenland und bald auch in Prag. Was für eine Aussicht! Aus dem Kapitel 11. Wo war das Unglück? Niemand schien es zu wissen. Es gab fast keine Autos mehr, nur Lastwagen. Es gab gar keine Autobusse mehr. Reich oder arm, alle mussten mit der Metro fahren. Der Preis für Zigaretten war leicht gestiegen, auch Brot und Fleisch waren etwas teurer geworden, doch nur wenig. All das war nichts, das war nicht das Unglück. Wo waren die Deutschen? Sie machten sich unsichtbar. Sie steckten in den Kasernen, in den Hotels. Wollte man sie nicht zu Gesicht bekommen, brauchte man nur den Concorde, die Champs-Élysées und den Étoile zu meiden. Dort stieß man auf ihren Geruch, den Geruch ihrer Zigaretten. Ein süßer Geruch nach den Orientmischungen, die sie liebten, süßer als ihn unsere Zigaretten haben. Sonst sah man sie so gut wie nicht, und wenn, fuhren sie im Auto und ließen in den Kurven der ausgestorbenen Straßen die Reifen kreischen. Wenn sie einmal ausstiegen, hörte man ihre Schuhe knarren, ihren schweren, immer schweren und lauten Schritt.
Sie machten den ernsten und zufriedenen Eindruck von Menschen, die wissen, wohin sie gehen. Wussten sie es wirklich? Von einem Tag zum anderen rechnete man mit ihrer Landung in England, aber der Termin wurde immer wieder hinausgeschoben. Ich suchte das Unglück auf der Straße, ich fand es nicht. Vielleicht äußern sich die Katastrophen der Geschichte, wenn sie so echt sind wie diese hier, nicht mit einem Schlag. Sie brauchen zweifellos Zeit. Morgen würde ich sicher Schreie hören, würde erfahren, dass Menschen leiden. Morgen würde das gefangene Paris gegen seine Türe schlagen, um freizukommen. Doch am anderen Tag herrschte das gleiche Schweigen wie tags zuvor. Das lastete auf der Seele. Das ließ die Gedanken melancholisch werden. Die Häuser waren zu hoch, die Straßen zu breit geworden. Die Menschen waren durch zu viel Raum voneinander getrennt. Selbst die Luft, die durch die leeren Straßen strich, war verschlossen. Sie wahrte ihr Geheimnis. Man wusste nicht mehr, woran man denken sollte. Man dachte an sich selbst. Jeder dachte vielleicht nur noch an sich und an nichts anderes. Ich sagte zu Jean, dies ist ein sonderbarer Krieg. Wir werden unseren Feind niemals zu sehen bekommen. Mut zu zeigen wird nicht leicht fallen. Aus dem Kapitel 12 Widerstand. 6 Monate lang, auch ein ganzes Jahr, wenn es sein müsse, werde unsere Bewegung passiv sein. Man würde sich vorbereiten. Zunächst werde man daran gehen, nacheinander die Zellen der Bewegung zu schaffen. Unwiderrufliche Regel, diese Versammlung von 52 Leuten sei ein Wahnsinn gewesen. Ein unfreiwilliger, vielleicht sogar ein notwendiger Wahnsinn. Doch er werde sich nicht wiederholen. Niemals dürften mehr als 3 Mitglieder der Bewegung auf einmal zusammentreffen, von dringenden Notfällen abgesehen. Während des Vorstadiums müssten alle jungen Träume unbarmherzig abgeschüttelt werden. All die Träume à la Dumas, all die Träume von Verschwörung und Guerillakrieg. Bis auf Weiteres werde es keine Waffen in der Bewegung geben, nicht einmal eine Jagdflinte. Und im Gespräch dürfe von Waffen nicht die Rede sein. Übrigens dürfe im Gespräch von gar nichts die Rede sein. Von heute Abend an habe man ein strenges Doppelleben zu führen. Das Leben harmloser junger Leute gegenüber unseren Familien, den Lehrern, den anderen Klassenkameraden und den Mädchen und das andere Leben. Aus dem Kapitel 13. George sagte eines Tages zu mir, »Ich muss dir Nivelle zeigen. Dieser Kerl scheint mir ziemlich unzuverlässig.« Wie die anderen lebte George in der Vorstellung, dass ich als Blinder besondere, ungeheuer große Möglichkeiten hätte, durch die äußere Schicht der Menschen zu blicken. Er arrangierte ein Treffen mit Nivelle, diesem Jungen, der seiner Meinung nach seit einiger Zeit viel zu gut war, zu eifrig, zu gut unterrichtet. Absurde Anklage, dachte George, aber er wollte es eben wissen. Er wollte eben wissen, woran er war. Er führte mich also eines Abends zwischen Place d'Italie und Gare d'Austerlitz in ein Fabriklagerhaus, das nicht mehr benutzt wurde und in dem inmitten aufgestapelter leerer Kisten, abbröckelnder Wände, verrosteter Drahtrollen und mancherlei Zugluft die Prüfung stattfand. Jener Nivelle war für mich ein Unbekannter und ich verließ mich keineswegs auf Georges Befürchtungen. Als aber Nivelle eintrat und ein überfreundliches »Guten Tag« ertönen ließ, war die Diagnose mühelos gestellt. Diesen Menschen fallen lassen, so schnell wie möglich sich von ihm lösen. Seine warme Stimme, seine wohl abgerundeten Sätze gaben ihm das Gesicht, das ich zunächst gesehen hatte. Aber unter diesem Gesicht kam sofort ein anderes zum Vorschein. Bald zog es sich zurück, zog sich zusammen, bald kam es wieder, ohne sein Zutun, hervor. Das sah aus wie eine Aufblähung. Dieser Mensch hatte Blasen in der Stimme. Er schwatzte eine halbe Stunde. Vielleicht, dachte er, wir hätten das gern. Als er weg war, sagte ich zu George, er habe mit seinem Misstrauen verflixt recht gehabt. Und George sagte zu mir, ich hätte während des ganzen Gesprächs einen abwesenden Eindruck gemacht. Aus dem Kapitel 15, der Verrat. Aus der Tiefe meines glücklichen Schlafes hörte ich gegen 5 Uhr früh die Stimme meines Vaters. »Jack, die deutsche Polizei will dich sprechen.« Die Verhaftung. Das war sie. »Einen Augenblick, bitte.« Ich springe aus dem Bett und ziehe mich zitternd an. Auf der ganzen Welt wurden seit 20 Jahren so viele Männer und Frauen aus so vielen Gründen von so vielen Polizisten verhaftet und so wenige dieser Leute haben überlebt,
dass mir scheint, ich darf von meinem eigenen Erlebnis nicht so viel Aufhebens machen. Seien wir also einfach. Papas Stimme klang ein wenig wie früher, wenn er sich an seinen kleinen Jungen wandte. Er hätte mich so gerne schützen wollen. Natürlich vermochte er nichts. Vielmehr war es seltsamerweise an mir, ihn zu schützen, wenn sie wenigstens nicht ihn, meine Mutter und meinen kleinen Bruder verhafteten. Das war das Erste, was ich erreichen musste. Doch wie erreicht man so etwas? Es waren 6 Deutsche, 2 Offiziere und 4 Soldaten. Sie waren bewaffnet, die Esel. Vielleicht hatte man ihnen nicht gesagt, dass ich blind bin. Sie benahmen sich nicht brutal, sie gaben mir Zeit, mich fertig zu machen. Sie ließen mich eine Schachtel Zigaretten und mein Feuerzeug mitnehmen. Sie durchsuchten meine beiden kleinen Räume mit Methode, wenn ich so sagen darf, denn ihr System bestand darin, 5.000 oder 6.000 Braille-schriftliche Seiten, mit denen sie offensichtlich nichts anfangen konnten, zu verstreuen. Was sie suchten, war auf alle Fälle nicht da. Das war in meinem Kopf. Und in meinem Kopf herrschte zur Stunde ein Durcheinander, aus dem ein noch so diabolisch grinsender Polizist nichts hätte herausziehen können. Die Frage, die ich mir stellte, war ungeheuerlich. Wer hatte mich denunziert? Zuerst dafür sorgen, dass Papa und Mama nicht verhaftet werden, dann den Verräter ausfindig machen. Das war bereits eine Taktik. Eine Taktik, zugegeben. Doch in meinem Kopf war kein Gedanke mehr an seinem rechten Platz und in meinem Körper war keine klare Faser. Man verträgt sich nicht gut mit sich, wenn man in der Falle sitzt. Man kann sich nicht leiden. Man könnte sich sogar absichtlich schaden. Etwas weiter hinten. Trotzdem darf man sich Fresnes im Sommer 1943 nicht genau wie ein Gefängnis vorstellen. Es war eine unterirdische Kirche. Hier gab es 7.000 Häftlinge, doch fast alle waren Widerstandskämpfer. Hier gab es keine Schuldigen. Hier gab es keine Gewissensbisse. An den Zellenwänden konnte man Inschriften lesen, die mit der Spitze eines Nagels in den Gips gekratzt waren. 17. März 1937, 3 Uhr früh, die letzte Stunde DDs des Schwarzen betet für seine Seele. Oder vergib mir Gott, vergib mir Mutter, mit einem Kreuz dahinter. Es hatte hier also Menschen ohne Hoffnung gegeben. Doch das war früher, das war eine andere Welt. In unseren Herzen klopfte das Blut. Man nenne es Mut oder Freiheit, es sang stärker als die Angst. Aus dem Kapitel 16. Wir stiegen die Treppen hinunter. Ich fragte den Leutnant, wohin bringen Sie mich? In einigermaßen gutem Französisch erklärte er mir, dass ich Glück habe, denn man bringe mich nach Deutschland und Deutschland sei ein großes und großzügiges Land. Der Mechanismus der Hoffnung muss in unserer Seele 1000-fache Triebkräfte besitzen, die uns fast alle unbekannt sind, denn bei dieser Nachricht von Deutschland, der dramatischsten, die man mir nächst meinem Todesurteil hätte bringen können, verspürte ich eine Art Lustgefühl. Bitter und heftig, beißend wie eine Wunde, doch trotzdem ein Lustgefühl. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Der Mechanismus der Hoffnung, ja. Der Zug fuhr tatsächlich weiter, doch nicht lange. Er hatte eine sehr starke Steigung genommen. Dann öffneten sich die Türen, wir waren da. Einige von uns schrien auf Deutsch, »Trinken, bitte trinken!« Als Antwort prasselten Schläge mitten unter die Leute im Waggon. Knüppel, Gewehrkolben. Diejenigen, die zu nah an der Tür standen, rollten hinaus. Wir mussten uns in Reihe und Glied aufstellen und sehr rasch marschieren. Wir waren von Hunden eingekreist, die die Nachzügler bissen. Wegen unserer geschwollenen Beine war es fast unmöglich. Es war, als gehe man auf Messern. Ich musste absurderweise an die kleine Seejungfrau von Andersen denken. Ich war sehr böse auf mich, dass ich nicht stärker war. Doch wirklich elend fühlte ich mich nicht. Mein Körper war es, ich nicht. Von den 2000 Franzosen, die mit mir Ende Januar 1944 nach Buchenwald kamen, überlebten ungefähr 30. Ein Jahr später noch staunte Louis. Das ist jetzt aus Kapitel 17. An dem Tag, als man dich weggebracht hatte, hattest du 41 Grad Fieber oder mehr.
Aber du warst nicht im Delirium. Du hattest einen ruhigen, klaren Kopf und sagtest von Zeit zu Zeit, wir dürften uns keine Sorgen um dich machen. Ich hätte es Louis und Pavel gern erklärt, aber die Sache ließ sich und lässt sich noch heute nicht in Worten ausdrücken. Die Krankheit hat mich von der Angst befreit. Sie hat mich selbst vorm Tod gerettet. Ich möchte sagen, ohne sie wäre ich nicht am Leben geblieben. Ich war, kaum dass sie begonnen hatte, in eine andere Welt getreten. Oh ja, bei Bewusstsein. Ich redete keinen Unsinn. Louis hatte recht. Ich behielt immer meinen ruhigen, klaren Kopf. Ruhiger denn je. Eben das war das Wunder. Ich erlebte die Phasen der Krankheit mit. Erlebte sie klar. Ich sah, wie ein Organ meines Körpers nach dem anderen abschaltete oder die Kontrolle verlor. Zuerst die Lungen, dann die Gedärme, dann die Ohren, alle Muskeln und schließlich das Herz, das sich nur noch ungenügend zusammenzog und ausdehnte, mich mit einem einzigen gewaltigen Geräusch erfüllte. Was ich hier sah, ich wusste genau, was das war. Mein Körper schickte sich an, diese Welt zu verlassen. Er wollte nicht ohne weiteres hinübergehen. Er wollte überhaupt nicht hinübergehen. Ich spürte das an den Schmerzen, die er mir schuf. Er wand sich nach allen Richtungen, wie es Schlangen tun, die man durchgeschnitten hat. Habe ich gesagt, der Tod sei schon bei mir gewesen? Habe ich es gesagt? So war das allerdings ein Irrtum. Krankheit, Schmerz, ja, aber nicht Tod. Im Gegenteil, das Leben, erstaunlicherweise das Leben, hatte ganz und gar von mir Besitz ergriffen. Ich hatte noch nie so intensiv gelebt. Das Leben war eine Substanz in mir geworden. Sie drang mit einer Kraft, die tausendmal stärker war als ich, in meinen Käfig ein. Sie bestand nicht aus Fleisch und Blut, oh gewiss nicht, nicht einmal aus Ideen. Sie kam wie eine hell schimmernde Welle, wie eine Liebkosung von Licht auf mich zu. Ich konnte sie jenseits meiner Augen und meiner Stirn, jenseits meines Kopfes wahrnehmen. Sie berührte mich und schlug über mir zusammen. Ich ließ mich auf ihr treiben. Aus der Tiefe meines Erstaunens stammelte ich Namen, oder nein, ich sprach sie sicher nicht aus, sie erklangen von selbst. Vorsehung? Schutzengel? Jesus Christus? Gott. Ich versuchte nicht nachzudenken. Für Metaphysik war noch viel Zeit. Ich sog an der Quelle und dann trank ich, noch und noch. Diesen himmlischen Fluss wollte ich nicht lassen. Ich erkannte ihn übrigens gut wieder. Er war bereits einmal zu mir gekommen, gleich nach meinem Unfall, als ich gemerkt hatte, dass ich blind war. Es war dasselbe, stets dasselbe. Das Leben, das mein Leben schützte. Der Herr hatte Mitleid mit dem armen Kerl, den er hier so hilflos liegen sah. Es ist wahr, ich konnte mir nicht selbst helfen. Niemand kann sich selbst helfen. Ich wusste es jetzt. Die SS, all die, die Macht besaßen, auch nicht. Das ließ mich lächeln. Aber es gab da etwas, das an mir lag. Die Hilfe des Herrn nicht zurückzuweisen. Diesen Hauch, mit dem er mich übergoss. Es war der einzige Kampf, den ich zu führen hatte. Ein schwerer und wunderbarer Kampf zugleich. Ich durfte nicht zulassen, dass die Angst meinen Körper überfiel. Denn Angst tötet, Freude aber schenkt Leben. Ich lebte langsam wieder auf, und als eines Morgens einer meiner Nachbarn, ich erfuhr später, dass er Atheist war und glaubte, richtig zu handeln, mir ins Ohr brüllte, dass ich keinerlei Aussicht mehr habe, davonzukommen, und es besser sei, mich darauf vorzubereiten, lachte ich ihm als Antwort mitten ins Gesicht. Er verstand dieses Lachen nicht, doch er vergaß es niemals. Am 8. Mai verließ ich das Revier auf meinen zwei Beinen. Ich war vom Fleisch gefallen, war verstört, aber ich war gesund. Ich war außerdem so glücklich, dass mir Buchenwald ein annehmbarer oder zumindest möglicher Ort schien. Wenn man mir kein Brot zu essen gab, würde ich mich von Hoffnung nähren. So war es dann auch. Ich lebte noch 11 Monate im Lager. Doch von diesen 330 Tagen äußerster Not habe ich heute nicht eine einzige schlechte Erinnerung zurückbehalten. Ich wurde von einer Hand getragen, ich wurde von einer Schwinge beschützt. Man kann solche lebhaften Empfindungen nicht beim Namen nennen. Ich hatte es kaum nötig, an mich selbst zu denken. Eine solche Sorge wäre mir lächerlich erschienen. Ich wusste, es war gefährlich und es war verboten. Ich konnte endlich den anderen helfen. Nicht immer, nicht viel, doch auf meine Weise versuchte ich ihnen zu helfen. Ich konnte ihnen zu zeigen versuchen, wie man am Leben bleibt. Ich barg in mir eine solche Fülle an Licht und Freude, dass davon auf sie überfloss. Seither stahl man mir weder mein Brot noch meine Suppe, kein einziges Mal mehr. Man weckte mich oft bei Nacht und führte mich, manchmal recht weit, in einen anderen Block, damit ich einen anderen tröste. Fast alle vergaßen, dass ich Student war. Ich wurde der blinde Franzose.
Für viele war ich sogar der Mann, der nicht gestorben war. Hunderte von Menschen vertrauten sich mir an. Diese Menschen wollten unbedingt mit mir sprechen. Sie sprachen mit mir Französisch, Russisch, Deutsch, Polnisch. Ich tat mein Bestes, um sie alle zu verstehen. So habe ich gelebt, so habe ich überlebt. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Aus dem Epilog. Hier bricht mein Bericht ab. Er muss es. Denn der Mann, der ich jetzt bin, verheiratet, Vater einer Familie, Universitätsprofessor, Schriftsteller, hat nicht die Absicht, zu Ihnen von sich zu reden. Er kann es nicht. Er würde Ihnen nur lästig fallen. Wenn er Ihnen so lange von den ersten 20 Jahren seines Lebens erzählt hat, so darum, weil er überzeugt ist, dass Sie ihm nicht mehr allein gehören, sondern dass Sie für jeden, der sich dafür interessiert, da sind und offen stehen müssen. Sein größter Wunsch war, zu zeigen, und mochte es auch nur ein wenig sein, was diese Jahre durch die Gnade Gottes an Leben, Licht und Freude enthielten. Und warum hat nun dieser Franzose aus Frankreich sein Buch in den Vereinigten Staaten geschrieben und legt es heute seinen amerikanischen Freunden vor? Deshalb, weil er seit 3 Jahren Amerikas Gast ist, weil er dieses Land liebt, weil er ihm seine Dankbarkeit zeigen wollte und kein besseres Mittel sah, sie auszudrücken, als in diesen beiden Wahrheiten, die keine Grenzen kennen und die ihm so vertraut sind. Die Freude kommt nicht von außen, sie ist in uns, was immer uns geschieht. Das Licht kommt nicht von außen, es ist in uns, selbst wenn wir keine Augen haben. Ah, 31 Minuten 39, ich glaube, das geht.